Hallo zusammen, ich möchte euch in diesem Video alles über Onyx Perlmutterspangen zeigen. Die verschiedensten Varianten und wo man sie fischen und wo sie herkommen. Das Rohmaterial sind die Austernschalen. Die kommen aus der Südsee. Für die Schalen braucht es immer zwei Teile, ein Unterteil und ein Oberteil. Da wäre jetzt eine kleinere. Die sind so übereinander. Natürlich der gleich grosse Deckel wie unten. Die Schalen gibt es in der freien Natur, aber die wir verarbeiten, ist der grösste Teil aus der Zucht. Man braucht die Austernschalen für die Zucht von Perlen. So eine. Man sieht auch vom Farbton her, das ist keine weisse, sondern eine leicht gräuliche. Das kommt aus denen raus. Die habe ich mal vor vielen Jahren meiner Frau gekauft. Heute kaufe ich das Rohmaterial ein, die Austernschalen. Was schön ist, wenn die aus der Zucht kommen, sind die sehr dick. Man sieht das hier. Ja, das ist das Ziel, dass die viel Perlmutter produzieren. Die sind teilweise 5 mm bis 1 cm dick. Und das eignet sich extrem gut für die Verarbeitung von Perlmutterspangen. Auch ein Vorteil ist, man kann durch das wirklich dicke Spangen machen, die man auch auf der Tiefsee schleppen kann, wo man keine Sorgen muss haben, dass sie brechen könnten, wenn einmal eine Bremse 100% eingestellt ist. Ein weiterer Vorteil ist auch, wenn die Perlen aus, also das Rohmaterial aus der Zucht kommt, dass sie kaum Parasiteneinschlüsse haben. Die werden dort unter kontrollierten Bedingungen gehalten und so kommt man wirklich schön reines Material über. Perfekt zum Spangen daraus machen. Ja, was können wir aus diesen Muscheln alles herstellen? Wir haben hier zwei verschiedene Typen hauptsächlich. Und zwar haben wir aus einem älteren Bestand noch Muscheln aus der Natur. Und da hat es einige dabei, die nicht mit einer Kalkschicht überzogen sind. Man sieht hier aus der Zucht, die sind komplett überzogen mit Kalk. Also wir sehen keine Zeichnung mehr darunter. Und zum Glück haben wir auch noch einen Bestand, der das noch hat. Und aus denen machen wir die Spangen mit sogenannten Krusten. Also wir lassen die Krusten komplett so, wie sie ist. Wir säubern sie höchstens ein bisschen säubern und dann nachher nur die Form und unten bearbeiten. Das sieht nachher so aus. Dann haben wir die normalen Spangen, wo wir die Krusten anschleifen, polieren. Das machen wir dann aus diesen Stücken, die aus der Zucht sind. Und da sieht man, wie die Kruste angeschliffen ist, poliert worden ist. Also die Kruste, die liegt eigentlich auf dem Perlmutter oben. Und dann haben wir die dritte Variante, wenn wir die Krusten komplett wegnehmen. Dann gibt es nachher eine blanke, ohne Spangen, ohne Krusten. Die können gräulich, schwarz, dunkel, anthrazit sein. Die gibt es ein bisschen in allen Farbschlägen. Das wären die ohne Spangen mit Krusten. Die haben einen Satz schwarz. Manchmal sind sie auch brünlich.
Ja, sie sehen sehr attraktiv aus. Was bei dieser Muschelform auch sehr interessant ist, wir haben immer auf einer Seite eine weniger starke Wölbung und auf der anderen Seite eine grössere Wölbung. Durch das ist die Spange immer leicht unregelmäßig und gibt ein sehr schönes Laufverhalten. Das ist eigentlich bei allen Austernschalen, so allen Spangen, aus denen hergestellt werden. Dann wären da die, die wir Krusten poliert haben. Wir versuchen das eigentlich immer so zu machen, dass wir in der Mitte etwas noch von der polierten Kruste haben und links und rechts davon die Hellpartie haben. So können wir die Spangen leicht rund machen und sie glitzern dann. In jedem Winkel, wo der Fisch reinschaut, sieht man eigentlich den Kranz. Ja, ein Köderfisch ist ja auch rund. Der glitzert auf allen Seiten. Und so glitzern die Spangen auf allen Seiten. Man kann das natürlich nur machen mit den dicken Modellen. Wenn sie zu dünn sind, kann man das nicht machen. Aber so sieht sie wirklich optimal aus. Bei der sieht man das auch sehr gut. Ja, die hat auch verschiedenste Anteile von Farben. Pink bis bläulich ist das Perlmutt und darauf das dunkle Schwarz. Ganz schöne. Ja, man sieht, man hat hier hellere Versionen, dunklere Versionen. Es gibt sogar deren, die gehen ins Brünnliche. Dann haben wir hier die, die einen höheren Weissanteil haben. Das kann man aus einem dicken Material machen, wo ein Teil weiss ist, also ist eigentlich Kalzit. Und auf der anderen Seite ist noch eine dunkle Partie. Ja, die sehen schon richtig cool aus. Dann haben wir hier noch die grösseren Spangen. Die sind da bis 15-16 cm. Es ist wirklich wunderbar, die verschiedenen Farben, die da drin sind. Ja, was da die Natur bereit hat. Das ist unglaublich. Ich hoffe, man sieht das da in der Kamera. Aber ein Glanz. Die sieht man auch, ist schön rund geschliffen. Dann haben wir hier noch ein paar ganz grosse, sind um die 16 cm. Schön Bogen, schön dick. Wieder mit einem hellen Anteil. Ja, so sieht für mich eigentlich die optimale Honigspange aus. Sehr schönes Material. Ja, da wir in der letzten Zeit sehr viele Anfragen hatten, ob man Perlmutt auch werfen kann, haben wir ein neues Produkt. Das sind die Mikrospoon. Die haben wir auch aus dem Onyx-Material hergestellt. Das ist hier die Sargform. Das sind etwa 2,5 bis 3 Gramm schwer. Die mit einer feinen Rute sehr gut werfen,
bei uns in den Bergseen. Oder im Lungerensee zum Beispiel, Weggitalersee. Und gerade die dunkle Farbe, wir waren das ja selber mal am Oberalppass. Und die dunkle Farbe, die hat also sehr gut funktioniert im klaren Bergsee. Eine weitere Form, die wir auch noch haben, ist die Tropfenform. Da können wir auch sehr grosse Tröpfe machen, da wir einen Bestand von grossen Schalen haben. Da haben wir die Tropfenform in 10 cm. Die sind schon eingestellt hier. Und da haben wir die Tropfenform in 13 cm. Die Tropfen die eignen sich fürs langsame Schleppen etwa 2 bis 2,8 Stundenkilometer. Ja, das sind schon recht grosse, aber ist genau das Richtige für eine grosse Forelle. Wie ich schon erwähnt habe, sind Onyx-Perlmutterspangen sehr geeignet für die Fischerei in der Tiefe, am Downrigger oder an der Tiefseeschleiken. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, weil immer die Vorderseite sehr dunkel ist und die Rückseite ist sehr hell. Ja, ich rede hier vom Kontrast und in der Tiefe unten, also ich rede jetzt von 40, 50, 60 Meter. Ich weiss nicht genau, was der Fisch sieht. Aber wahrscheinlich ist es sogar die Dunkelfarbe oder einfach das Wechseln. Von dunkel zu hell. Also da habe ich schon selber sehr guten Erfolg gehabt und viele Kunden haben mir auch Feedback gegeben, dass das wirklich funktioniert. Der andere Grund ist, das Material ist sehr dick. Wir können starke, gute Spangen daraus machen. An der Tiefsee ist da wichtig, weil eine Tiefsee gibt nicht so nachher wie eine Spange, die an einem Brettchen hängt. Das geht hinten, hat eine super Rolle dran. Eine Tiefsee ist ein schwerer Bleiklotz dran. Alles ist ein bisschen träger. Und dort ist es wirklich ganz wichtig, dass die Qualität der Spange dick ist, dass sie wirklich hält. Weil meistens kommen ja in der Tiefe auch die grossen Fische, nicht die kleineren da. Wo sich die Spangen auch gut eignen, also man kann die auch oben fischen. Vor allem ein bisschen düsterer Tag ist mir aufgefallen, wenn es ein bisschen bewölkt ist, wenn nicht zu viel Licht vorhanden ist, dann ist das auch eine sehr gute Farbwahl. Ich habe immer eine oben und eine unten. Das hat sich bewährt. Ja, von der Größe her ist es auch eine geeignete Spange zum Hechtfischen. Ich habe hier schon gezielt auf Hecht geschleppt, hat sehr gut funktioniert. Mit Spangen von 13, 14 bis 15 cm. Da funktioniert auch sehr gut. Auch bei schönem Wetter habe ich da schon sehr gut Erfolg gehabt mit denen. Ja, ich hoffe, ich konnte einiges mitgeben und danke euch fürs Zuschauen.